Ja moin, ich habe im Moment noch ganz schön viel zu tun und leider nicht so viel Zeit für Videos, wie ich sie mir gerne nehmen würde. Und was machen YouTuber, wenn sie gerade nicht genug Zeit haben, um aufwendige Videos zu produzieren? Genau, sie machen ein kleines Q&A, also ein kleines Frage-Antwort-Video. Deshalb habe ich mir aus den letzten Videos ein paar Fragen, die ihr mir so gestellt habt, in den Kommentaren rausgesucht, aufgeschrieben und die wollen wir heute entspannt mal ein bisschen durchplaudern. Das heißt, ja, wenn du dich ein bisschen entspannen willst, nebenher ein bisschen Beschallung möchtest, hol dir einen Becher Kaffee, was weiß ich, was du am liebsten hast und dann gibt es ein entspanntes kleines Video. Für all jene, die mal gerne wieder eine Übernachtung sehen würden, ja, ich auch, aber das wird wahrscheinlich erst so Mitte bis Ende September langsam wieder richtig losgehen. Ich habe es mir im Wald gemütlich gemacht, bin auf einer kleinen Spaziertour mit Sunrise natürlich hier unten, der auch manchmal ein bisschen rumquakt, falls ihr was im Hintergrund hört. Hängematte ist aufgespannt, Isomatte mit kleinem Kopfkissen, ich habe eben schon ein bisschen gechillt. Und jetzt wollen wir doch mal ein paar eurer Fragen beantworten. Die erste Frage ist, wie war dein beruflicher Werdegang vor YouTube? Das ist natürlich eine Frage, die oft vorgekommen ist unter dem, wie ist es bei Decathlon arbeiten Video, ne? Ist klar. Ich habe Abitur gemacht. Danach habe ich studiert Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie ist so ein Studiengang, wo man viel lernt, viele verschiedene Bereiche auch lernt, die so für Leute sind, die nicht so richtig sich immer festlegen wollen. Das heißt, man hat da zum Teil Organisationspsychologie, das heißt, man lernt Prozessoptimierung im Endeffekt. Dann hat man einen großen Rechtsteil, dann hat man natürlich einen betriebswirtschaftlichen Teil, einen psychologischen Teil, logischerweise, der sich dann auch auf Marketing da spezialisiert, da kann man dann reingehen oder in Personalführung bzw. Personal auswählen und Personal entwickeln auch. Also sehr viele verschiedene Teilbereiche, auch Coaching ist ein Teil von Wirtschaftspsychologie und. Das wollte ich damals machen, weil ich wusste, wenn ich in der Wirtschaft arbeiten wollen würde, dann würde ich mit Menschen zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel im Personalwesen etc. Und deshalb habe ich das dann studiert. Gemacht habe ich dann was ganz anderes. Während meines Studiums habe ich dann schon in einem mittelständischen Betrieb angefangen zu arbeiten, als ich dann das Studium beendet hatte, Vollzeit. Ne? Bin ich dann da eingestiegen, habe dann 3 Jahre gearbeitet und zwar tatsächlich in der Prozessoptimierung. Also Controlling Management habe ich gearbeitet. Ich habe Waren-Ein- und Ausgänge kontrolliert und geguckt, wie man das besser machen kann. Das ganze System verwaltet mit Masken etc. etc. Und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, das ist nicht so richtig was für mich. Ich bin da nicht so ganz glücklich geworden und war dann 1 Jahr lang arbeitslos. ALG 1, ne, ist ja eine Versicherung, das hat mich auch nicht gestört, dann arbeitslos zu sein, weil das sind ja nur die Beiträge, die man selber voreingezahlt hat. Ich habe aber in diesem Jahr nicht rumgesessen, denn in diesem Jahr habe ich dann diesen Kanal hier gegründet. Zum Beispiel habe auch noch das Herlager, also im Mittelalterbereich, den Verein aufgebaut und das beides zusammen waren dann schon mehr als eine 40-Stunden-Woche. Aber ich habe es sehr gern gemacht und das Jahr war sehr intensiv und sehr schön, aus dieser angestellten Tretmühle rauszukommen. Nach ALG 1 folgt natürlich ALG 2, was ja umgangssprachlich Hartz IV genannt wird. Da habe ich dann mich umgeguckt, lieber nach Jobs. Ne? Nicht abhängig sein, ne? Nicht vom Sozialsystem abhängig sein. Ich habe aber gemerkt, dass ich mit einer 40-Stunden-Woche nicht mehr so gut zurechtkomme. Und je besser dieser Kanal funktioniert hat, desto eher bin ich auch dazu übergegangen, dass ich vielleicht eher Teilzeit irgendwo arbeite, 20, 25 Stunden und dann den Rest mit YouTube finanziere, was mittlerweile auch möglich ist. Zwischendurch habe ich noch mal für ein bisschen mehr Geld, um mir was auf die Kante legen zu können, bei Decathlon Vollzeit gearbeitet. Die Zeit haben einige von euch mitbekommen. Dazu habe ich auch ein kleines Video gemacht, wie ich das fand. Da habe ich ein paar Monate gearbeitet, richtig in Vollzeit. Währenddessen noch versucht, YouTube aufrechtzuerhalten, was kaum möglich war, also eher so am Rande. Und ja, das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Ich fühle mich nicht so richtig glücklich, wenn ich nicht ständig kreative Prozesse habe, weil zum Beispiel auch YouTube ist etwas, wenn ich dann wieder vollkommene Zeit dafür habe, dann überlege ich mir an einem Montag, hey, was würdest du selbst gerne an einem Sonntagabend gucken? Und dann produziere ich sozusagen die Woche über die Videos für meine mittlerweile ja 2 Kanäle, die ich relativ regelmäßig bespaße sozusagen. Und das ist im Endeffekt mein beruflicher Werdegang. Im Endeffekt soll es darauf hinauslaufen, dass es so bleibt. Selbstständigkeit, verbunden natürlich mit YouTube etc. Das ist immer ein kleiner, ja, ich weiß nie genau, was im nächsten Jahr ist. Ich weiß auch selten schon, was in den nächsten 4 bis 5 Monaten ist. Das ist bei mir, aber ja, ich mag das. Ich führe dann so das Leben und
Ich mag auch die berufliche Situation so. Natürlich, ja, sometimes. Natürlich ist das im Hinblick auf Rente ein schwieriges Thema, weil man natürlich in solchen Umbruchzeiten wenig in die Rentenkasse einzahlt. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten regel. Aber das ist so im Endeffekt die Art, wie ich am liebsten lebe, wie ich auch am meisten Spaß habe, wie ich auch gesundheitlich mit mir gut zurechtkomme, weil ich habe gemerkt, in den 3 Jahren, wo ich wirklich festangestellt gearbeitet habe, auch teilweise mit 60-Stunden-Wochen in der Weihnachtszeit etc., dass das nichts für mich ist und mich auch sehr depressiv macht. Also ich habe dann auch deutlich zu viel getrunken und bin nicht mehr gut zurechtgekommen. Meine Lebensgefährtin hat das auch gemerkt. Das war nicht so das richtig Wahre für mich. Das heißt, ich muss kreativ sein, muss dabei aber halt auch in Kauf nehmen, dass wenn ich kreativ arbeiten möchte, ich weniger Geld verdiene. Weil das ist so in meinen Angestelltenjobs, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, wenn ich mich da ein bisschen angestrengt habe und hochgearbeitet habe, dann habe ich immer deutlich mehr Geld verdient, als ich das jetzt gerade tue. Aber YouTube macht Spaß und ich bereue es nicht. Nächste Frage: Wird es je ein Community-Treffen mit Übernachtung geben? Ja, das hatte ich ja schon mal angeteasert, dass ich das plane, machen möchte. Jetzt ist es so, so einen Platz zu kriegen ist schwierig. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ich schreibe die an und die sagen, nee, wollen wir nicht. Oder wir vermieten nur an Pfadfinder, hat auch einer gesagt. So. Im Moment bin ich auf dem Trip, dass ich vielleicht einen Bauern finde, der eine alte Wiese hat und die verpachten möchte. Die würde ich dann auf mehrere Wege nutzen und da würde ich dann auch gerne Community-Treffen mit Übernachtungen machen. Vielleicht sogar 4-mal im Jahr, ne? Wenn das so eine einfache Wiese ist, die ich ja gepachtet habe, dann ist das auch nicht mit so viel Organisationsaufwand verbunden. Dann könnte man eins im Winter, Herbst, Frühling und auch Sommer machen. Vielleicht sogar Mittelaltermärkte drauf machen. Das ist eine Wunschvorstellung und da muss ich halt jetzt viel telefonieren, Anzeigen studieren, mich mit Leuten in Kontakt setzen, damit ich da das Richtige finde. Weil das Schönste wäre natürlich, wenn dabei auch ein kleines Stückchen Wald mit dran ist. Und wenn das so funktioniert mit dieser Wiese, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Dann könnte man sogar überlegen, ob man nicht einen regelmäßigen Buschkraft-Stammtisch ins Leben ruft, einmal im Monat. Irgendwas in der Art, in der Richtung, wo man kleine Workshops gibt, unentgeltlich oder was weiß ich, je nachdem, wie man das am liebsten machen möchte. Ne? Ich muss dann auch mal gucken, weil wenn ich dann sowas hinkriegen würde, dann müsste die Pacht natürlich auch wieder ein bisschen reinkommen. Keine Ahnung, dann muss man 5 Euro oder so bezahlen, wenn man da ein Wochenende da sein muss oder 10, 15. Ich weiß halt nicht, in welchem Preisbereich das dann abhängt. Das hängt dann davon ab, ob die Pachtung, wie viel die kostet, ob man sich ein Dixi-Klo dazu hinbestellt oder was Festes hinstellt etc. Da müssen wir dann mal genau gucken. Es ist in Planung, das heißt, bleibt da aufmerksam. Ich werde auf jeden Fall, wenn es so ist, ein großes Video machen. Der Reini Rossmann hat ja schon mal so ein Video letztes gemacht, dass er so ein großes Waldstück zum kleinen Buschkraftcamp deklariert hat, wo jeder hingehen darf, was ich super geil finde. Sowas hätte ich auch gerne, würde ich auch gerne organisieren. Zum Reini kann ich nicht, der ist zu weit weg. Das sind, ich glaube, über 900 Kilometer müsste ich zu Reini fahren. Das ist mir für ein Buschkraft-Wochenende ein bisschen zu viel. Aber allgemein gibt es ja in nördlichem Mitteldeutschland und in Norddeutschland weniger Buschkraftangebote, als es jetzt vielleicht im Schwarzwaldbereich und so ist. Das heißt, ich habe da Lust drauf und ich bin mir sicher, dass es da auch die Nachfrage bei euch gibt. Und deshalb gehe ich in die Richtung. Was aber auf jeden Fall öfter passieren wird, sind kleine Community-Wanderungen. Wir haben ja letztens eine gemacht. Da habe ich die Kamera vergessen. Ich habe im Community-Tab einen Link reingepostet, auch mit einem kleinen Bildchen. Milupa Outdoor war dabei und hat das gefilmt und auf seinem Kanal ein kleines Video hochgeladen. Ich werde das unter dem Video nochmal verlinken, wenn ich dran denke. Und an sich kommen wir mit dem Community-Tab auch gleich zu einer weiteren Sache. Ich werde wahrscheinlich Facebook nur noch haben, damit man mir Nachrichten schreiben kann und damit ich selbst in den Foren aktiv mitlesen kann. Fast gar nicht mehr gucke ich bei Facebook rein, ehrlich gesagt, weil ich kann ja solche Ankündigungs- oder kleinen lustigen Posts oder sowas kann ich auch im Community-Tab machen. Wer nicht weiß, was der Community-Tab ist, ich erkläre euch hier einmal, was das ist, wie ihr da reingucken könnt und währenddessen, wenn ich nicht zu faul bin, schneide ich auch zu Hause ein paar Bilder mit rein. Das heißt, das ist in der Hauptseite sozusagen, ja, wenn du auf den Namen einfach Alvo vom YouTube-Kanal raufklickst, kommst du ja auf die Hauptseite, ne? So dieses Overlay, wo dann auch neueste Aktivitäten und so steht, also was so als letztes veröffentlicht worden ist von mir.
Und da gibt es ungefähr in der Mitte so einen kleinen Reiter und da steht Übersicht und Videos und Kanalinfo und so weiter. Und da steht ein Punkt mit Community-Tab. Und wenn ihr auf diesen Community-Tab draufklickt, dann bekommt ihr so eine kleine Übersicht von Sachen, die ich chronologisch gepostet habe. Also zum Beispiel ein Bild von Samwise, wie er gerade ein Insekt jagt und wo ich einfach nur irgendwas Belangloses dazu schreibe. Oder halt auch wichtige Informationen, ja, zum Beispiel über welche Termine sind für welche Community-Wanderung etc. Diese können euch auch in eurem Abo-Feed angezeigt werden. Abo-Feed ist dieses Ding, wenn man einen Kanal abonniert hat, dann gibt es ja da links oben nochmal einfach Abos, da kann man draufklicken und da wird einem dann auch chronologisch Videos angezeigt und da werden auch von den Kanälen solche Posts zwischengeschoben. Da müsstet ihr aber wahrscheinlich mal gucken, ob ihr das anhabt, dass ihr das überhaupt sehen wollt und ob ihr auch die Glocke bei mir mit angeklickt habt, also dass ihr Benachrichtigungen darüber haben wollt, dass ich was gepostet habe. Ne? Wie gesagt, das, was ich hier gerade alles erzählt habe, versuche ich währenddessen nochmal mit kleinen Bildern darzulegen. Wer dann immer noch nicht weiß, was ich meine, einfach mal nachfragen in den Kommentaren. Da helft ihr euch bestimmt gegenseitig und ich auch, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Und dann kriegen wir das alles hin. Es kann sein, dass ich bei Instagram wieder ein bisschen aktiver werde, weil es ja da wirklich nur um Fotos geht. Das wird dann aber damit zusammenhängen, dass ich auch wieder Zeit habe, mehr Fotos zu machen und das da dann hochzuladen. Das heißt, im Endeffekt Community-Treffen mit Übernachtung wird es geben, je nachdem, wenn ich endlich mit dem Verwaltungsakt das hinbekommen habe. Und die Community-Treffen mit der Wanderung, so wie wir letztens eine hatten, die wird es immer mal wieder geben. Ne? Ich überlege auch, ob man sich nicht mal im Harz bei ein bisschen Schnee trifft oder so. Da gibt es einiges. Das wird davon abhängen, wann ich Zeit habe. Und dann werde ich wahrscheinlich ein, zwei, vielleicht drei Monate vorher Bescheid sagen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir mal im November im Harz eine Runde spazieren gehen oder so. Je nachdem, vielleicht schaffen wir es ja dann auch einen kleinen Platz da zu mieten oder sonst irgendwas, sodass wir nur einmal kurz übernachten und am nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Nächste Frage. Magst du Jäger und Förster nicht? Doch, ich mag Jäger und Förster an sich sehr, sehr gerne. Ich selbst möchte einen Jagdschein machen. Das ist auch in Planung, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, wenn eher nächstes Jahr. Das ist natürlich auch eine Geldsache. Und habe eigentlich überhaupt nichts gegen Jäger und Förster. Ich habe ein Problem mit den Lobbyentscheidungen, die von Jägern teilweise getroffen werden. Ne? Baden-Württemberg ist da ein benachteiligtes Land, weil da hat die Jägerlobby durchgedrückt, dass man nicht mehr die Wege verlassen darf des Nachts, was natürlich auch jegliche Art von draußen schlafen komplett aus der Grauzone in die Verbotenzone reinrückt. Ne? So einfach ist das. Und ein großes Problem habe ich mit Jägern, die nicht richtig gelernt haben oder nicht richtig aufgepasst haben, während sie ihren Schein gemacht haben. Und das hat meistens mit rechtlichen Sachen zu tun. Weil Jäger, wenn sie nicht selber der Förster sind, denken aber gerne mal, sie hätten die Rechte wie ein Förster. Das haben sie aber nicht. Sie haben eigentlich fast keinerlei Rechte. Das heißt, ein einfacher Jäger, der ein Gebiet gepachtet hat, ja, also bis auf Wilderei relevante Themen darf der eigentlich fast gar nichts. Wenn ihr eine Waffe dabei habt, die zum Jagen geeignet ist, darf ihr euch anhalten, euch gegebenenfalls die Waffe abnehmen etc. Wenn ihr im Verdacht der Wilderei steht etc., da darf er eingreifen. Aber selbst wenn ihr nur ganz normal den Weg in einem Naturschutzgebiet verlasst und er darf da jagen, darf er euch dafür nicht festhalten oder sonst irgendwas. Er darf die Polizei rufen, klar, so wie jeder Bürger auch, aber er hat keinerlei Sonderrechte, die über das Jagdrecht hinausgehen und viele Jäger denken aber, sie hätten das und benehmen sich auch sehr von oben herab. Hat man natürlich auch oft das Problem, dass man da mit Menschen zu tun haben, die ein gewisses Durchschnittsalter haben. Und ich behaupte einfach mal, dass wenn man ein gewisses Durchschnittsalter hat, man sich auch keine neuen Sachen mehr von anderen erzählen lassen möchte. Ne? Stellen wir uns einfach so ein relativ alten, bonierten Jäger vor, der halt einfach das so gelernt hat, dass er der Chef im Wald ist und jetzt musst du dem halt erklären, dass er rechtlich eigentlich fast nichts zu melden hat. Das ist schwierig, ne? Kann natürlich auch bei Jüngeren vorkommen. Ich will hier kein Altenbashing betreiben, nur hatte ich öfter Probleme mit älteren Semestern, wenn es um solche Waldrechtssachen geht, als mit jüngeren Semestern. Wobei Probleme da auch falsch ist, also mehr Meinungsverschiedenheiten über die Rechtslage. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ganze Waldrecht und wie es aufgebaut ist, und da werden wir ganz kurz ein klein bisschen politisch, ist ja noch von den Nazis gemacht worden.
Und so wie das Waldrecht geschrieben worden ist, bis auf die Sachen, die natürlich neu aktualisiert worden sind und so, ist da auch viel so geschrieben worden, dass man den Sinti und Roma, wie sie ja jetzt politisch korrekt heißt, verbieten wollte, im Wald zu leben. Das heißt, man wollte sie da raushaben und deshalb ist das Waldrecht immer noch heute ein bisschen so geschrieben, dass man eher die Menschen raushalten möchte aus dem Wald. Ja, und ich sag mal, darunter haben wir heute immer noch ein bisschen zu leiden, ne? Das ist halt einfach so. Aber es gibt natürlich auch neue Sachen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede Rechtsauslegung, die bestimmte Sachen im Wald verbietet, gleich schlecht ist. Genau, und deshalb habe ich eigentlich mit Jägern und vor allen Dingen auch nicht mit Förstern irgendein Problem. Ganz im Gegenteil, ich hole mir meine Wildwurst beim Jäger, ich schnack gern mal mit einem. Und wenn ich einen Förster mal sehe, gibt leider nicht so viele, muss man halt mal so sagen, dann freue ich mich auch da. Ne? Ich habe hier einen Jäger, der läuft hier mal lang, der ist eigentlich in einem anderen Gebiet, der hat auch immer einen Hund dabei und dann schnackt man halt mal ein bisschen. Aber man merkt auch sehr schnell, wenn man sich gut riechen kann und manchmal kann man sich halt nicht so gut riechen. Nächste Frage, welche Touren stehen dieses Jahr noch an? Ja, gute Frage. Also, normalerweise macht man ja seine Wandertouren irgendwo im Bereich zwischen Ende, Mitte April bis, sagen wir mal Ende September, weil das so der beste Wetterbereich ist. Natürlich kann man auch gut mal Wintertouren machen, aber davon macht man meistens nicht so viel, weil sie deutlich, deutlich körperlich anspruchsvoller sind. Zumindest Mehrtageswandertouren, ein bisschen draußen pennen ist ja nicht so das Thema. Damit möchte ich sagen, dass ich im Moment im Sommer jetzt so viel zu tun habe, dadurch, dass Mittelalterbereich immer mehr Zeit bei mir einnimmt, dass ich viel, viel weniger es schaffe, rauszukommen mit Schlafen und vor allen Dingen Mehrtageswandertouren. Das Schlafen ging sogar dieses Jahr noch ganz gut und das Bushcraft-Touren-Ding mit nicht draußen schlafen ist auch kein Problem, aber richtige Mehrtagestouren, die über 4-5 Tage verlaufen, die sind echt schwer irgendwo reinzupacken. Also das funktioniert von Mai bis Juli nicht. Bei mir überhaupt nicht mehr, geht nicht. Weil ich habe 12 Mittelaltermärkte dieses Jahr. Nächstes Jahr werden es noch mehr. Und da sind noch nicht Instandhaltungstermine etc. etc. dabei. Das heißt, ich bin praktisch 5 Monate lang, habe ich nur 3 Tage unter der Woche, wo ich aber meistens auch schon wieder was für Mittelalter machen muss. Und dann muss ich direkt wieder am Wochenende los auf den nächsten Mittelaltermarkt. Deshalb steht dieses Jahr keine Mehrtagestour mehr an, die fest geplant ist. Ich werde mehrere Übernachtungstouren noch machen in diesem Wald, in anderen Wäldern, hier rund um Niedersachsen etc. Aber eine Mehrtagestour ist dieses Jahr wahrscheinlich leider nicht mehr drin. Aber ich möchte nächstes Jahr den Harzer Hexenstieg dann zu Ende machen, den ich ja schon mal angefangen hatte, dann jetzt neu angefangen habe mit meiner Freundin zusammen, um ein paar Stempel zu sammeln und so. Und dann würde ich den zu Ende machen. Der ist ja auch nicht so schlimm. Also da kann man mit 4-5 Tagen kann man den in einem Rutsch durchmachen. Das wird schon. Es wäre natürlich schön, wenn ich das noch dieses Jahr hinkriege, aber im Harz, im Oktober dann, weil vorher komme ich nicht zum Mehrtagestouren, schwierig. Schauen wir mal. Also geht erstmal davon aus, dass Mehrtagestouren in Zukunft gerade nicht geplant sind, zumindest dieses Jahr. Kommen auf dem Mittelalterkanal auch noch neue Videos? Nein. Nee. Ich habe, während ich auf Mittelaltermärkten bin, zu wenig Zeit, um da was zu machen. Also um da richtig ausführlich zu drehen. Ich könnte natürlich anfangen, unter der Woche Sachen zu drehen. Also kleine Bewertungsvideos von Mittelalterausrüstung und kleine Informationsvideos. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gemacht, was sind Wikinger? Was sind Heerlager? Also ich könnte auch noch mal ein kleines Video machen, was erklärt, was Wikinger sind, etc. etc. Das ist dieses Jahr nicht mehr in Planung. Ich habe da schon mal einen kleinen Rahmenplan gemacht, wie ich das am besten hinkriege. Das steht absolut in den Sternen, also ist erstmal noch nicht davon auszugehen, dass auf dem Mittelalterkanal regelmäßig Videos kommen. Kriege ich im Moment einfach nicht hin. Vor allen Dingen nicht, wenn ich schon mit dem Outdoor-Kanal und dem Outdoor-Ausrüstungskanal massig zu tun habe. Da dann nochmal einen dritten Kanal voll zu bespaßen, ist schwierig. Zumindest wenn er in einem Bereich stattfindet, wo ich dann während einer anderen Arbeit sozusagen, also Vereinsarbeit, sehr viel filmen muss.
Vor allen Dingen möchte ich ja auch irgendwann auch mal eine bisschen Entspannungszeit haben. Das heißt, ich baue, wenn wir ankommen, das Herlager auf mit allen Zelten, Küche, Sonnensegel und so weiter. Und dann möchte ich mich auch irgendwann mal hinsetzen und ein Bierchen trinken und dann nicht noch filmen. Und den Tag über ist da halt immer Action, man hat dieses zu tun. Meine Lebensgefährtin und ich, wir machen im Moment viel Musik, haben Lieder geschrieben, fangen da an, uns eine kleine Musikerkarriere aufzubauen. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung, da kommt ihr auf den Kanal, wo es ein paar Videos von uns gibt, wo wir Musik machen. Und ja, das ist schwierig. Also noch mehr Arbeit kann ich mir, glaube ich, nicht mehr aufhalsen, vor allem nicht den Sommer über, den Winter über vielleicht eher. Das heißt, wenn es einen Kanal gibt, wo dann neue Videos kommen, dann mache ich vielleicht einen Lost Place Kanal für den Winter auf, dass ich sozusagen den Winter über noch einen dritten Kanal habe. Einen dritten Kanal den Sommer über, schwierig, wahrscheinlich eher nicht, leider. Nächste Frage, wie schläfst du mit Sam draußen in der Hängematte bzw. bei der Hängematte? Tue ich gar nicht. Wenn ich mit der Hängematte wirklich über Nacht draußen bleibe, was ja auch gar nicht so oft bis jetzt passiert ist, dann habe ich ihn vorher nach Hause gebracht oder meine Lebensgefährtin hat ihn abgeholt. Ja, weil ich kann Samwise nicht irgendwo hier liegen lassen einfach in der Nacht, weil der schläft dann nicht. Das fängt schon damit an, wenn wir im Zelt schlafen und ich lasse vorne das Sichtfenster offen sozusagen, dass da nur Mesh ist, dann kommt er auch schon nicht zur Ruhe, dann kann er nicht pennen. Weil jedes Knacken und so guckt er da hin, weil er sieht ja, was wir nicht sehen und er riecht ja auch und hört, was wir nicht sehen und hören. Ganz einfach. Das heißt, jedes einzelne Reh, was da irgendwo langläuft oder jeder einzelne Fuchs, der da ist und sowas, das macht ihn natürlich jedes Mal wieder kirre und dann kommt er nicht zur Ruhe. Das heißt, wenn ich mit Samwise draußen penne, dann nur im Zelt, dass ich dann auch komplett sichtdicht machen kann, damit er wirklich weiß, okay, jetzt ist Wachzeit vorbei, ne, im Sinne von aufpassen auf Alvo, jetzt gehe ich schlafen. Und das braucht er auch. Er muss komplett sichttechnisch abgeschirmt sein, damit er wirklich komplett schlafen kann. Klar, er kommt auch zur Ruhe, er legt sich hin und so, aber er ist dann immer so aufmerksam und dann ist er den nächsten Tag irgendwann durch im Kopf wie ein kleines Kind, das zu viel gespielt hat, obwohl es eigentlich hätte schlafen gehen müssen. Kennen bestimmt die ein oder anderen Eltern von euch. Und deshalb kann ich ihn nicht in der Hängematte einfach unter mir pennen lassen. Ich habe natürlich überlegt, ob ich irgendwie ein kleines Kinderzelt oder so, das so ein halbes Kilo wiegt, ihm in seinen Hunderucksack packe, ne, dass er das selbst trägt und so weiter. Und das können wir dann mal angehen in nächster Zeit. Da werde ich dann mal gucken. Aber ich muss sagen, ich schlafe auch gerne einfach im Zelt, vor allen Dingen dann mit ihm zusammen. Ob das jetzt legal ist oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich Latte. Und dann ist das relativ entspannt. Das ist dann eigentlich schon die angenehmere Art, so insgesamt mit ihm draußen zu schlafen. Ja, vielleicht ist es ja bei eurem Hund anders, wenn ihr viel mit ihm rausgeht. Aber jeder Hund, der so ein bisschen mehr Wachinstinkt hat, und das hat er ja als Berner Senn, beziehungsweise mit ein bisschen Labrador mit drin, hat er so einen durchaus gewissen Wachinstinkt. Das kann man schon so sagen. Und der verhindert natürlich ab und zu mal, dass er sich entspannen kann. Und vor allen Dingen, dass er Tiefschlaf gerät. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Sache. Also einfach seinen Kopf hinlegen und vielleicht auch mal kurz die Augen zumachen, ist eine andere Sache, als wirklich in Tiefschlaf kommen. Und das schafft er sonst nicht. Kriegt er nicht hin. Er kriegt es auch nicht hin, während wir hier draußen sind, selbst wenn wir 6 Stunden hier sind und ich eigentlich selber in der Hängematte penne, zwischendurch mir was koche und so. Er schafft es nicht, richtig zu schlafen. Der ist die ganze Zeit wach. Wir sind auch schon wieder fast 3 Stunden hier und der kriegt es nicht hin, sich einfach hinzulegen, selbst wenn überhaupt nichts passiert, und wirklich tief zu schlafen. Schafft er nicht. Lernt er vielleicht noch, ne? Er ist ja noch ein bisschen jünger. Da wird er sich bestimmt auch mit der Zeit noch doll dran gewöhnen. Und dann wird das auch besser werden. Vielleicht geht das ja irgendwann mal wirklich gut, dass er ohne Gucken tief einschlafen kann. Tja, das waren auch schon alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. 6 Stück finde ich eigentlich ganz gut für so eine Frage-Video-Länge im Endeffekt. Wenn ihr mir helfen wollt, damit ich noch mehr Videos produzieren kann für Zeiten, wo ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, aufwendige Videos zu produzieren, und ihr gerne aber ein kleines Laber-Video habt mit ein paar Fragen beantwortet, dann schreibt mir doch einfach eure Fragen unter dieses Video
Oder ihr könnt mir natürlich aber auch eine Mail schicken an hilbeck@hotmail.de. Befindet sich nochmal genau aufgeschrieben in der Kanalinfo, aber natürlich auch in der Videoinfo. Da könnt ihr mich gerne alles fragen. Ich werde natürlich nicht alles beantworten. Manche Sachen sind zu privat, manche Sachen sind vielleicht einfach unangenehm. Ne? Gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ich werde natürlich versuchen, dann gerne mal alles zu beantworten. Ich hoffe, das kleine Labervideo hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.